Schmeißt die CDU jetzt Maaßen raus? Krude Verschwörungsideologien, antisemitische und rassistische Aussagen. Immer wieder fällt Hans-Georg Maaßen damit auf. Der Ex-Verfassungsschutzchef hat jetzt schon wieder eine ziemlich krasse Aussage bei Twitter gedroppt. Er hat unter anderem von eliminatorischem Rassismus gegen Weiße gesprochen. Also Rassismus gegen Weiße, der auf Vernichtung abzielen würde. Ihm wird deshalb vorgeworfen, den Holocaust zu verharmlosen. Jetzt könnte Maaßen endgültig aus der Partei fliegen. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien hat zum Beispiel die Nase voll. Sie sagt, wenn Maaßen nicht bis Mitte Februar raus ist aus der CDU, stellt sie den Antrag für seinen Parteiausschluss. CDU-Generalsekretär Mario Chaya lässt gerade prüfen, wie es mit Maaßen in der CDU weitergehen könnte. Maaßen selbst vermutet hinter all dem eine Schmutzkampagne gegen sich. Aber was glaubt ihr?